Genau, da ist Therapie geflogen. Bin jetzt wieder hier, weil wo soll ich sonst hin? Ich war 28 Jahre hier auf der Straße und im Endeffekt habe ich keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier. Ich gucke halt, dass ich wieder in Therapie komme und dass ich hier von dem ganzen Scheiße wegkomme. Sonst ist bei mir wieder Knast angesagt. Ich habe noch 3,5 Jahre offen. Ich bin Polytoxikoman, schon alles. AIDS, Heroin, Koks, Tabletten, Kiffen, alles. Was ist eigentlich der momentane Preis für ein Gramm AIDS? Für ein Gramm AIDS? Ja, 20 Euro. 20. Ist das guter Stoff? Ja, ist halt Straßen. Straßenqualität. Ja. Wer zum Münster gehst du hin? Es ist einer da, der 2 Jahre länger bei der Bundeswehr ist. Und er sagt, was du machen hast und was du tun hast. Das heißt, du verkaufst deinen freien Willen einfach nur für Geld. Und du verkaufst deine freie Meinung für Geld. Du verkaufst deinen Körper für Geld. Deswegen nennst du Bundeswehr gern Prostitution. Du gehst hin und sagst, ich kassiere Geld. Und deswegen darf der Typ, der 2 Jahre länger bei einem Scheißverein ist, sagen, du machst das und du denkst das. Du darfst deine freie Meinung nicht mehr äußern. Ich hab's schon mal haben. Ja, ist überhaupt Alkohol?
Der Saubermann. Das ist der cool, das ist der sauberste Tipp, sowas gibt. Ja. Da trinkt kein Alkohol. Da rauchen wir nicht einmal Zigaretten. Doch, das ist Rauche. Abi bringt gar nichts, das ist die größte Verarschung, was gibt's in Deutschland. Wo kommt ihr her? Aus Holland. Holland. Ja, okay, genug. Okay. Wir müssen weiterlaufen. Wir wollen weiterlaufen. Eva, hör auf. Die Jungfrau hat recht, weil mit Abi oder ohne Abi. Es kommt darauf an, wie du aussiehst, wie du dich anpasst. Wir wollen immer noch weiterlaufen. Und wenn dich nicht anpasst, dann kriegst du auch keinen Job. Wenn dich anpasst, kriegst du einen Job. Wenn dich nicht anpasst, kriegst du keinen Job. Deswegen, wenn du Hauptschulabschluss hast, passt dich an, kriegst du einen Job. Wenn du Gymnasium hast, passt dich an, kriegst du gar nichts. Große Nase. Speedy kommt. Achtung, Speedy kommt. Ey, Speedy kommt. Warte da. Yo, Eva, kennst du? Das sieht ja Horrorfilm aus. Gib mir das. Gib mir. Okay, gib mir gleich Stück. Los. Was ist das überhaupt, Mann? Hast du schon wieder den ganzen Alkohol verkippt? Durch Blut! Ah! Hier, Alkohol! Okay. Ja. Mal rein. Ja. Okay, schnell vorbei. Ja. Wir geht denn hier? Füllstresse aufmachen, ausmachen, wenn du willst. Die Philosophie hat mit den Buddhisten begonnen. Ja. Und sie hört mit den heutigen. Ja. Modernen aber du kannst doch Physiker auf. Ja, ja. Und die Quantenphysiker können dich jederzeit zerstören. Die können dein kleines Leben in einen so kleinen Kontext stellen. Kennen sie das nicht. Glaubst du gar nicht. Kennen sie nicht. Natürlich. Nein. Die können dein gesamtes Leben ficken. Dein gesamtes Leben Nein. ist nichts mehr wert in denen ihre Welt. Und sie können es tun. Es ist so. Der Mensch, der Einzelne, das Individuum, ist nichts wert. Und das ist das, was der Nietzsche, und das haben ja dann die Nazis übernommen. Die Nazis haben das dann übernommen und haben gesagt, der einzelne Mensch ist nichts wert, deswegen sagen wir jetzt, wo es lang geht. Aber natürlich hatten die Nazis Unrecht. Sie hatten allein schon dadurch Unrecht, dass sie verloren haben.